Hallo, herzlich willkommen bei Haus und Werkstatt 24. Heute als kleines Video einmal Vorstellung unserer Schweißmobile, unserer WIG Max Schweißmobile speziell für die Baustelle. Auf der Baustelle hat man ja immer das Problem, dass man eben wirklich oftmals unebenes Gelände hat. Gerade wenn der Schweißer kommt, sind noch die Böden noch nicht fertig gemacht und da muss man dann auch mal über Schwellen und dergleichen oder über Holzbalken, über Leitungen und dergleichen rüberfahren. Und da haben wir, wie gesagt, zwei Modelle. Einmal das Mic-Mac-Modell und das WIG-Mic-Mac-Modell. Also hier geht natürlich WIG-Schweißen auch. Gedacht wirklich für Leute, die viel schweißen müssen auf der Baustelle mit einer 50-Liter-Flaschenmöglichkeit. Also hier kann man wirklich eine 50-Liter-Flasche kann man hier draufpacken auf diesen Schweißerwagen. Und hier das kleinere Modell, natürlich auch ein bisschen preiswerter dadurch. Das WIG-Modell, weil es passt natürlich hier auch eine MAG-Maschine rauf. Nicht, wenn sie nicht allzu groß ist. Wenn es eine kleine, kompakte Invertermaschine ist, passt hier natürlich auch ein MAG-Gerät drauf. Gar keine Frage. Hier mal als Beispiel mit einem ACDC-WIG-Schweißgerät. Hier ist drauf das WE2003 ACDC, also eines unserer besten WIG-Schweißgeräte. Handlich, leicht. Und wenn man sich das wirklich anguckt, das Teil lässt sich sehr, sehr gut transportieren. Gedacht ist es bis maximal 20 Liter Flaschen. Also hier würde ich keine 50 Kilo Flasche draufstellen. 50 Liter Flasche, sie würde wahrscheinlich passen, aber ich würde es nicht empfehlen. 20 Kilo ist vom Gewicht her dann noch gut handelbar. Und ehe man 20 Liter, ehe man die verbraucht hat, dauert es ja doch schon eine Weile beim Schweißen. Deswegen hier praktische Halterung für die Schweißdrähte. Wir haben ordentlichen stabilen Griff, große Räder und die gesamte Konstruktion, wenn man sich das anguckt, ist wirklich aus richtig dicken 1,5er Material. Also das ist richtig massives Blech. Kein so ein 0815 Wald- und Wiesenblech, was bei manchen Schweißwagen sonst zu finden ist. Damit kann man wirklich auf die Baustelle gehen. Die Kettensicherung sehr sinnvoll, weil sie wirklich sich universell an die verschiedenen Flaschendurchmesser anpassen lässt. Unten und oben. Und wie gesagt, auf der Seite haben wir hier eine ausziehbare Konsole. Die Konsole ist verstellbar in der Breite. Also man kann auch breitere Schweißgeräte ohne Probleme draufnehmen. Ich glaube, das geht bis fast 40, 45 cm raus. Müsste man nochmal in die Beschreibung reingucken. Und ansonsten ist natürlich hier nicht viel weiter zu diesem Gerät zu sagen. Entscheidend wäre vielleicht noch auch verschiedene Halterungen, dass man die Wolframnadel hier mit reinpacken kann. Also man hat wirklich, und auch kürzere Schweißstäbe für hier oben, kann man die oben reinstecken. Also man hat wirklich einige praktische Teile dran. Wenn einem das zu wenig ist, man kann ja an Metall jederzeit auch was anderes noch anschweißen. Aber so ist er erstmal gut zu verwenden. Ein Hinweis noch, wir haben natürlich, weil im Moment die Transportkosten extrem gestiegen sind, aus China hierher und natürlich auch in Deutschland, wissen wir alle, was die Transportkosten heute da sagen. Früher war der wirklich so, wie er hier ist, in einem großen Karton. Das war fast nicht mehr bezahlbar, wenn man das hierher geholt hat. Da ist das ganze Teil 100 Euro plötzlich teurer gewesen. Deswegen, wir haben dieses Modell in der Mitte halbiert. Mit einer Metalllasche wird das dann sauber verschraubt. Absolut stabil durch diese Profile, die angeformt sind, ist es auch verwindungssteif, also da gibt es keine Probleme. Ist einfach nur ein reiner Transportschnitt gewesen, dass man ihn vernünftig zum Kunden hintransportieren kann. Montiert ist das Ganze dann innerhalb von, sage ich mal, 10 Minuten. Das ist überhaupt kein Problem, kriegt jeder hin. Einfach die Metalllasche draufgeschraubt und dann ist das erledigt. Sollte einen normalen Schlosser oder einen Schweißer nicht in Schwierigkeiten bringen. Wie gesagt, der Kleine, wirklich ein sehr gutes, preiswertes Gerät. Ich denke mal, das preiswerteste professionelle WIG-Schweißmobil auf dem Markt. Kommen wir zu dem Micmac WIG-Schweißwagen für die größeren Flaschen. Das ist natürlich ein robustes Teil. Der wird in zwei Kartons geliefert. Also der ist auch auseinandernehmbar, weil das wäre ja schon kaum noch mehr zu handeln hier. Wenn man das mal sieht, ich drehe mal einfach mal hier so drum, dass man mal das mal von allen Seiten wirklich gesehen hat, das Ganze. Hier der Vorteil. Wir haben hier natürlich noch schönere Haken dran, dass man eben so für die ganzen Schweißerkabel und dergleichen mehr kriegt man wunderbar angebracht. Hier haben wir wirklich mal auch eine richtig große Mic-Mac-Maschine draufgestellt. Also die kann bis 15 Kilo schweißen. Das ist ja das, was auf der Baustelle auch mal schon mal zum Tragen, dass man sagt, ich brauche eine große Maschine, die muss damit draufpassen. Passt hier ohne weiteres drauf. Ist natürlich dadurch auch ein bisschen unhandlicher als der kleine Wagen. Aber wie gesagt, wer so eine Maschine transportieren muss, braucht was Massives, braucht was Stabiles. Und das ist hiermit auf jeden Fall gegeben. Wie gesagt, seit neuestem bei uns im
Sortiment haben wir, wie gesagt, bieten wir mit an. Wenn man wirklich die Materialstärken sich anguckt, das ist dann teilweise schon 2 mm starkes Material, damit es einfach wirklich auf der Baustelle auch wirklich hält. Das war es auch schon. Wollen wir das nicht weiter in Länge ziehen? Ich hoffe, euch hat das ein paar Denkanstöße gegeben, wenn man auf der Baustelle unterwegs ist, was man dort nehmen kann. Man kann sowas natürlich auch selber bauen. Ist sehr aufwendig, aber Schlosser, Schweißer kriegt das hin. Bei uns, wie gesagt, fertig als Set oder als Teil zu kaufen. Ja, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.